Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass die gesuchte Person, also dieser Muddy Mike oder wie auch immer er heißen mag, wohl sich mit einem anderen Typen vor einer Bar treffen wollte, beziehungsweise mit noch einem Typen sich vor der Bar treffen wollte. Oder einer Bar, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht ist es ja die Dingsbar, die Anarchenbar, denn eine andere Bar fällt mir jetzt hier spontan in der Stadt, dem Stadtteil nicht ein. Und ich denke mal nicht, dass er nach Santa Monica zurückgekehrt sein wird. Und da war, glaube ich, auch bartechnisch nicht so viel. Wenn ich es denn jetzt mal finde. Ja, die Buspläne sind hier ziemlich praktisch. Dadurch findet man sich wenigstens ein bisschen zurecht. Wobei ich eigentlich auch nicht. Ich verlaufe mich hier so oder so. Was ist das denn hier eigentlich? Na, da war ein Schild. Da können wir gucken. No trespassing. Wild will be shot. Survivor will get shot again. Violators will be shoot. Survivors will be shoot again. Was ist das denn für ein Warnschild? Krass. Ah, werden wir auch nochmal irgendwann hingehen. Sieht zumindest interessant aus, das Gebäude. Und mit so einer Nachricht, also das klingt ja mehr prädestiniert dafür, dass da ein Vampir sein muss. Und ich glaube, hier gegenüber müsste es sein mit der Bar, wo wir uns treffen sollten. Denn hier müsste auch gleich genau die Anarchenbar sein. Oder nicht? Doch, die ist da ein bisschen versteckter. Genau, dann schräg gegenüber, dann wohl bei diesen Pennern da hinten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder einfach nur hier? Kann man mit euch reden? Jesus, bring me a candle, it's Hanukkah! Jesus, bring me a candle, it's Hanukkah. Kann man mit euch hier irgendwas? Get away from my stuff. Ist der Kanalisationseingang wieder? Und hier wird es von einem Start the War von einem Laster blockiert. Keiner von euch hat hier irgendwas gesehen, oder? Scum time, Caption, okay, bla bla bla. Hm. Du? Nee. Ein Schläger hustet? Okay, hier ist keiner. Dann holen wir uns ein bisschen Blut. Sollte doch gegenüber dieser Bar sein. Das ist gegenüber dieser Bar. Und hier sind nur Obdachlose. Vielleicht ist doch nicht diese Bar gemeint. Gut, dann informiere ich mich kurz, wo ich hin muss. Ja, also unser Ziel war hier. Also ich dachte eigentlich, dass die sich hier davor jetzt dann einfach nur treffen würden, aber nein, es ist ein Gebäude. Und ja, es ist schräg gegenüber vom Last Round. Nämlich das hier. Und dieses Gebäude werden wir dann jetzt mal betreten. So. Mal das Headset ein bisschen wegstellen, dass ich da jetzt nicht ins Headset rein puste, beziehungsweise ins Mikrofon. Das sieht mal wieder wunderbar bedrohlich oder nach Puff aus. Man kann sich's aussuchen. Wie man auch immer dieses Rot interpretieren möchte. Oh, da steht jemand. Oh, da war gerade jemand. Ich habe gerade was gesehen. Oh, eine kopflose Leiche, super. Und ich habe gerade wen gesehen. Nämlich einen Penner. Ich dachte, das war ein Mitglied vom Sabbat, so sah er zumindest eben aus. Dieses Blutbad, das kann man nur schlecht übersehen. Sag mir, was du gesehen hast. Wer war der andere Typ? Also, was hat der tote Typ und Muddy hier gemacht? Aufgetaucht? Und was ist dann passiert? The dead guy went white like he'd seen the devil, and then the killer grabbed him round the neck and lifted him up and started cursing at the guy. Was hat er gesagt? Oh, I couldn't hear too good.
something about revenge for what he did or what they did. The killer made sure that guy knew who he was and then ripped him open. Just tore him apart. He did it real slow, made the guy scream. Was war mit dem anderen Typen, Muddy? Ist er dann zurückgekommen? No, he never come back. Okay. Und wir bewegen uns von alleine gerade übrigens. Und haben scheinbar irgendwie einen Bug ausgelöst oder sowas. Und dann werden wir mal kurz quick loaden und wir sehen uns gleich wieder. So, diesmal ist der Penner an uns vorbeigekommen. Wir werden uns dann nächstes Mal hier umgucken. Also das sieht ziemlich böse hier aus und hier ist scheinbar angezündet, dass wir nicht nach da oben kommen oder sowas in die Richtung. Aber hier muss irgendwas sein. Na, hier ist ein Stück Zeitung. Don't miss this. LFOs irgendwas. Aber irgendwas müssen wir hier finden. Ah, okay, hier kommen wir nach oben, gut. Denn ganz ohne irgendwas, einen Anhaltspunkt, wird es schwierig sein, jetzt mal die wiederzufinden, nachdem jetzt sein Kumpel auch tot ist. Wird ihm wahrscheinlich sowas ähnliches drohen. Ah, und da ist ein Zettel. Ich habe das doch gar nicht eingesammelt. Auf jeden Fall haben wir jetzt Zimmerschlüssel, irgendwas das. Und scheinbar noch was anderes eingesammelt. Oder auch nicht. Scheinbar nur ein Autoradio. Ja, ich glaube, wir haben ein Autoradio mehr. Kann man die Eintrittskarte, kann man die eigentlich angucken? Nee. Nee, scheinbar nicht. Gott, das ist schade. Dann gucken wir mal, was das Tagebuch sagt. Matschige Jagd. Sie haben Miltons zerfetzte Leiche bei einem verlassenen Lager alle gefunden. Durban war nirgendwo zu sehen. Sie haben jedoch einen Schlüssel zum Lucky Star Motel gefunden. In einer verlassenen Lagerhalle, dem Schauplatz des letzten Mords, haben sie den Penner gesprochen. Von Grach. Okay, das wird wohl derselbe Killer dann gewesen sein, der auch beim Dings mitgetötet hat, bei dem Karneval des Todes, beziehungsweise bei den Dogs. Und ich frage mich jetzt, wo dieses tolle Motel ist. Ja, also prinzipiell höchstwahrscheinlich in Santa Monica. Aber wir werden gucken. Oder eher gesagt, gucken müssen. Wobei, ich würde sagen, die sehen uns dann direkt davor. Ich habe keine Lust, schon wieder sinnlos durch die Stadt zu laufen. Ja, also in dieses Motel kommen wir noch nicht. Also hätte ich mich dumm und dämlich gesucht. Dann werden wir jetzt mal hier weitermachen. So, dieses Rätsel des Regenten interessiert mich noch. Dunkles Blut, das Licht, dies Gedicht. Große Macht, trotz deiner Jugend spüre ich, wo die mystische Sonne brennt, finde mich. Ja, ich glaube, das war hier. Wo die mystische Sonne brennt. Wobei, bevor wir den Regenten suchen gehen, werden wir nochmal Dings gucken nach diesem verfallenen Gebäude. Was zur Hölle? Haben die wen entführt gehabt oder was? Naja, auf jeden Fall werden wir uns jetzt mal dieses Gebäude angucken, wo dieses nette Schild hing. Ja, vielleicht finden wir hier auch was Interessantes. Oh, ich höre ein Handy. War wahrscheinlich für uns gewesen zu sein. Wir gucken mal waffentechnisch, was wir hier wohl dann einsetzen werden. Wir können ja erstmal hier neu laden. So, können wir eigentlich jetzt auch noch laden? Okay. Die können wir auch mal nachladen. Einfach mal alle Waffen, die wir haben, nachladen. Und ich denke, in der sind noch genug Schüsse drin. Und die werden wir jetzt auch mal verwenden. Und das Ding heißt ja, ich weiß, in Waffenkunde bin ich absolut nicht gut. Ingram Mac 10. Okay, eine Maschinenpistole einfach wohl. Dann ist das jetzt einfach die Maschinenpistole. Und wir betreten dieses interessante Gebäude, was mich irgendwie ein bisschen das Dings erinnert an das Oceans Motel. Oh, da ist jemand. Help me! Help me! It's got them. It's coming for me now. It's coming for me. Ganz ruhig, was ist hinter dir her? Wer sind Sie? My crew. We were here shooting for my show. I'm a parapsychologist, hunted LA. Oh God, it was right behind me. We've got to get out of here. Was ist hinter dir her? Look, I'll level with you. We usually
fake, these things, you know, ghosts of this, that's all bullshit. We were setting up downstairs and weird shit started happening. My crew, they all started disappearing. I don't know what's happening. Warten Sie, ich schau mal, ob ich sie finden kann. No, no, don't go down there. We've got to get out. It's coming. It's coming. It's coming. Also irgendwie passt nicht das Gesicht zu dem, was er sagt. Okay, der Typ bleibt einfach nur stehen. Hier haben wir einen Lüftungsschacht, den wir nicht benutzen können. Rechner, die wir auch nicht benutzen können. Super. Ganz viel Zeug, das wir nicht benutzen können. Da ist ein Typ in den Rechner geflogen scheinbar. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, kommen wir da oben rein? Nee. Können wir wohl nur runter gucken. Aber hier ist eine Tür. Und wir werden das Gebiet dann jetzt wohl mal erforschen. Ohne Bettpfanne. Also das wird dann hier wohl dieses alte Krankenhaus sein, von dem der Typ da mal erzählt hat, beziehungsweise wir in seiner Wohnung gelesen haben. Oh, dahinter war ein Morphiumfläschchen. Müssen wir da irgendwie rüberhüpfen? Okay, wir sind da jetzt einfach mal rübergehüpft. Da geht's weiter nach oben, da wollen wir noch nicht hin. Wir gucken erstmal hier. Ah, hier ist eine deren Kamera, von den Kameras, die hier wohl verwendet haben müssen. Aber irgendwie sieht hier die Blockade mit der ziemlich ähnlich. Also da hätte man sich ein kleines bisschen mehr Mühe machen können. Klugscheißer-Modus aus und wir versuchen nach oben zu kommen und scheitern, weil es hier auch wieder blockiert ist. Verdammt, dann wird wohl der Weg doch hier in der Etage weitergehen. Beziehungsweise weiterführen. Kann man da irgendwie das wegmachen? Nee. Dann muss man hier wohl wieder drüber springen, wie bei der ersten Blockade. Kommt schon, das muss doch irgendwie gehen. Oh nein, es möchte nicht gehen. Dann suchen wir hier mal weiter. Hier ist die Tür einfach kaputt, aber hier muss es doch irgendwie weitergehen. Ah, hier drunter, okay. Und ich glaube, da sehen wir auf dem Monitor wohl auch das nächste Crewmitglied unseres Kollegen. Okay, sie wurde scheinbar gerade wo wir waren, weggezogen. Und ich frage mich, wer die Rechner hier hingestellt hat und dann auch immer genau das in dem Moment sowas abgespielt wird. Wir räumen mal den Scheiß ein bisschen zur Seite. Und bewegen uns weiter. Und ich glaube, ich habe gerade was gehört. Oder wurde sie hier runtergezogen? Ja, ich glaube, die wurde hier runtergezogen. Also wir erfahren durch die Bildschirme immer, wo wir hin müssen. Und hier sieht's böse aus. Und wir hören was. Jesus, wow. Oh ja, jetzt kommen wir in das richtig böse Gebiet. Also hier hat jemand sich die Wände mit Blut angemalt. Okay. Hier haben wir, glaube ich, gerade auch nochmal was nehmen können. Können wir hier runter? Also gerade konnten wir... Achso, das konnten wir wohl aktivieren. Ansonsten scheint hier dann doch nichts zu sein. Wir können jetzt nicht mal die Hände irgendwie waschen oder die Schuhe abwaschen von dem ganzen Blut. Kommen wir hier. Okay, wir kommen drüber. Da ist eine Tür und da ist eine Tür. Die Tür führt hier schon wieder hin. Okay, da werden wir wohl runter müssen. Und die Tür geht auch weiter. Okay, hier ist jemand. Oh. Okay, aber ich glaube, das haben sie aus irgendeinem Horrorfilm geklaut. Und der Typ sah auch ein bisschen so aus. Kann man hier irgendwie was sehen? Muss ich die Gamma-Einstellung verbessern? Verändern. Ich mach mal einen Quicksave. Übrigens, das ist das Elysium-Gebiet, also hier scheint ein mächtiger Vampir zu herrschen. Oder sowas in die Richtung. Ja, also ich sehe hier gerade gar nichts. Okay, hier ist unter dem Ding. Ah, hier kann man hingehen, okay. Hier sehe ich auch ein bisschen was. Und ich glaube nicht, dass wir hierher kamen. Nee, definitiv nicht. Oder doch? Nee. Nee, ich glaube, das wüsste ich, oder? Wüsste ich das? Ah, nee, hier kamen wir her. Verdammt, ich bin... Bin ich rückwärts gelaufen oder so? Kann man hier rein? Nee, kann man nicht rein.
Okay, also ich bin definitiv rückwärts gelaufen, verdammte. Dann wird wohl der Weg irgendwie anders weiterführen. Ja, wir können ja mal bei der anderen Tür versuchen, die zu öffnen mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wobei, ach nee, hier ging's rechts weiter. Ach so, ich dachte, da ging's mit dieser Unterführung weiter. Okay, also da war einfach nur ein bisschen mein Verstand nicht schnell genug. Dann gehen wir mal hier weiter. Also irgendwie gefällt mir das hier nicht. Oh. Sind das Satanisten? Kommen wir nicht durch die Spinnenweben? Na doch, kommen wir durch. Okay. Sie hat gerade so ein Herz gefressen. Real terror is not the sight of death. It is the fear of death. What is the fear of death? Terror of the unknown. Is it these eyes you peer into? No. I am not the unknown. You and I are closer kin than you and it were. Was bist du? Drinking blood to sustain your death, you are damned, yes? What if, besides the blood of the living, you had to eat pounds of their flesh to maintain that thin facade of life? What would you call it? Twice damned? Okay. Ein bisschen philosophische Ansätze hier. Wer bist du? My birth name I tell no one. You may address me as Pisha. Pisha was the name of my companion and lover in the time before my death, 230 years ago. She has no need of it anymore. Warum lebst du in diesem Abrisshaus? My stay in this city is transitory. I seek relics of the occult traced here and would trade similar artifacts to acquire them. But if you wish to bargain with me, the kind upstairs must be sent down here. He has seen too much. Schicken wir den Menschen hier runter? Hm. Wirst du ihn verspeisen? Oh. Das ist jetzt eine schwierige Frage, aber wir haben ja schon mal... Wir sind ja allgemein Humaner. Deswegen können wir, denke ich, einmal uns auch für die etwas dunklere Seite entscheiden. Er wird niemals hier runterkommen. Er macht sich vor Angst in die Hosen. Tell him this was all a ruse. His friends playing a joke. He will come. He must come down here. If he leaves, the frail disguise we wear for mortals will be seen through. Oh, stimmt. Das würde die Maskerade irgendwie ziemlich heftig gefährden, wenn sie jetzt erwischt werden würde. Wenn es denn sein muss, ich werde mich gleich darum kümmern. Ja, also es geht in dem Fall wirklich mal um die Maskerade teilweise. Und wenn wir schon, versuchen die aufrechtzuerhalten, dann sollte sie durch sowas jetzt nicht gefährdet werden. Und ich meine, es ist auch nicht sehr nett, die Leute so zu bescheißen. Kommen wir da hoch? Okay. Die Leute so zu bescheißen mit so einer Horrorshow. Deswegen wird der Typ leider wohl seine letzte Horrorshow nicht überleben. Danke, Tür. Er ist wohl rausgegangen schon. Und, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nicht da! Puh, ist das eine Quest? Pisha Keller verlassen will, dass ich Fernsehreporter in ihr versteck. Sie kann... Er hat zu viel gesehen. Der Fernsehreporter wird wohl in seinem Apartment sein, nehme ich mal an. Und ich glaube, das ist sowieso hier gleich um die Ecke. Weswegen wir... Nee, das ist nicht. Ja, trotzdem gucken wir mal in seinem Apartment nach, weil da war er ja gerade irgendwie nicht wirklich. Skyline ist nicht in die Richtung, glaube ich. Das ist mehr in die Richtung. Ja, also irgendwann hat man so eine Karte quasi im Kopf, wo man hier lang muss, aber irgendwie gerade habe ich die nicht. Ich glaube jetzt nach... Ja, genau, nach rechts. Und dann müsste da irgendwo dieses Skyline-Ding da hinten sein. Ah ja. Also ich nehme an, wegen den Bezahlungen hier vom Club würde ich sagen, immer nach einer Hauptmission wahrscheinlich. Ja, ist ganz lukrativ im Prinzip. Wir könnten das ja wahrscheinlich auch später machen und dann würden wir weniger Geld kriegen. Was aber auch irgendwie Sinn gibt. So, dann gehen wir jetzt mal in die Skyline Apartments und suchen nach dem Typen. Ich denke, der war... Wann der? Verdammt.
Jetzt habe ich vergessen, wo der Typ war überhaupt. Also hier ist erstmal der Wachmann. Den ist ja auch nicht interessiert, wenn wir einfach so unbefugt durch die Gegend laufen. Unbefugt, wie wir sind. Ja. Ach genau, hier, wir gucken mal. Wegen den Apartment-Notizen. Apartment-Punkt-Notiz. Natürlich muss das hier so eher ellenlange Befehle sein. Und ich glaube, das war Apartment... falsche Reihe. War Apartment Numero 3? Die Braut ist... Nein, dann war es 2, oder? Ja, ich möchte jetzt nicht ins falsche Apartment gehen, deswegen überprüfe ich es jetzt nochmal. Nein. Apartment 1? Vielleicht? Ja, Apartment 1. Gut. Das ist gleich das erste, das ist dann... Wird dann einfach. Müssen wir nicht so weit hochsteigen. Ist er jetzt hier irgendwo? Er wird doch jetzt doch wie wohl irgendwo sein, oder? Ich habe jetzt keine Lust, an ihm vorbeigelaufen zu sein und er ist in Wirklichkeit woanders. Ach, okay, da ist er. Gut. Und dann reden wir mal mit dem armen Typen, der jetzt ein bisschen verschreckt zu sein scheint. My crew, are they? Es war ein Scherz. Sie warten alle im Keller des Krankenhauses auf Sie. Spaßvögel. A joke? A joke, right? Oh, real funny. Oh, you got me good. I'm going to hurt some people very badly. Das machen Sie mal. Und er läuft jetzt dann zurück zu Pisha. Armer Kerl. Aber ich würde sagen, das, was von ihm über ist, besuchen wir dann erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, Leute. Kriegen wir das auch mittig? So. Ciao.